übrig. Doch, da hinten sind noch zwei auf jeden Fall. Zwei brauchen wir Minimum, damit wir noch vermehren können nachher. Heißt, wir müssen einmal hier durch. So, gerade Strecke. Wir haben hier runter. Aber ich habe keinen Minecart dabei, das zackt natürlich, das ist ein bisschen Balls. So, über den Baum hinweg. Einmal nach hier unten. So. Und so. Ich mach das, was ich am besten kann. Dann guck ich mal. Was kann ich mit den giftigen Kartoffeln machen? Die kann man einfach nur entfernen, wegschmeißen, ne? Die würde ich wegschmeißen, ja. Zwei sind definitiv noch hier. Oh, Alter, zum Glück bin ich nicht mit Bad Omen hier reingegangen. Oh mein Gott, stimmt. Ich hatte ja die Potion noch. Fuck it. Hab ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Das hätte ich nämlich nochmal ein Raid gestartet. Hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf. So, dann fangen wir mal an, hier ein paar Schienen zu legen, was irgendwie nicht dauern könnte, bis wir dann zu Hause sind. Hey! Spaß. Hast du genug, weil ich hatte irgendwo, glaube ich, noch Schienen. Ja, das werde ich jetzt gleich sehen. Aber ich kann sein, dass ich aber auch verreckt bin dabei. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar andere Schienen herstellen und. Also die wo du Dingens machst, ne? Die gepowert werden. Die, genau. Weil ich glaube, sonst komme ich hier nicht den Berg hoch, den ich jetzt hier schon gemacht habe. Was brauchst du dafür? Redstone? Ja, ich brauche Redstone, ich brauche Eisen, ich brauche Holz. Redstone, Eisen, kann ich dir ein bisschen was geben. Ja, ich habe auch noch was da, so ist es nicht, aber ich glaube eh nicht, dass die Schienen hier reichen werden. Die ich in der Mine gefunden habe, werden nicht reichen, denke ich. Ja, das ist schon, ist schon ein bisschen, was die fahren müssen. Holy fuck. Okay, aber wir können schon mal den groben Weg festlegen. Ja, jeder kriegt was. Einmal übers Meer. Gut, der Fluss ist ja kein Meer. Da habe ich noch da. Perfekt. Alter, ich habe übertrieben viel Essen, Alter. Also von Kartoffeln. Kartoffeln ist echt eine gute Einnahmequelle, also eine gute Essensquelle. Ja. Dadurch, dass du halt, wenn du die anpflanzt, auch halt immer statt nur eine wieder zwei kriegst und sowas, ist das halt echt geil. Drei sogar droppt der manchmal. Ja, oder drei halt, ne? Kommt halt immer drauf an. Wie die Kartoffel gerade Bock hat. So. So, dann gucken wir mal, wie weit wir jetzt kommen, ob wir überhaupt mit den Schienen über den See schon kommen oder. Eieiei. Und du kannst mir ja sagen, was du brauchst, dann kann ich das ja besorgen, wenn du willst. Ah, ich bin ja das letzte Mal, wo wir gestern Abend noch gespielt haben, bin ich ja verreckt. Kurz bevor ich Dingens bin. Ich habe gar nichts mehr da. Ich mache mir erstmal. Das heißt, ich habe doch gar nicht so viel. Das brauchen wir. Holz brauchen wir. Okay, wir sind schon mal über den See drüber. Hau dich jetzt. Ich werde auch mal schauen, falls ihr jetzt nicht genug habt, ob ich noch was finde. Ja, wie gesagt, also das eine Mindshift habe ich schon durch. Ich muss auf jeden Fall jetzt noch nach Hause, mir Schienen craften gegebenenfalls. Dann nehme ich mir schon mal ein bisschen Holz noch mit. Und ich brauche Power Rails noch.
Definitiv, weil den Berg, den ich da am Anfang direkt schon gebaut habe, kommen die safe nicht hoch. Weil du kannst ja das, ja gut, ich kann das Minecraft, das Minecraft ja steuern, aber die können das nicht. Haben wir schon ein Problem. Das hätte ich gesagt, komm, lassen wir das, aber geht halt einfach Kannst nicht. du ganz viele Sachen miteinander quasi auch verbinden oder funktioniert das nicht? Wie ganz viele Sachen miteinander verbinden. Also ganz viele, wie nennt man das? Diese, dass du ganz viele auf einmal rüber transportierst. Ich kann ganz viele Minecarts machen und könnte die quasi alle gleichzeitig zu uns rüber fahren lassen, ja. Aber wir haben da eh nur zwei, das heißt, wir müssen die erstmal vermehren. Das sollte kein Problem sein. Wir haben ja Weizen da. Ich weiß nur nicht, kommen die mit Brot auch klar? Brady, weißt du das so aus dem Stegreif? Oder brauchen die unbedingt Kartoffeln und sowas? Aber ich meine, Brot würde reichen. Wenn du Kartoffeln brauchst, ich kann dir Kartoffeln geben. Ich habe ja auch welche angepflanzt. So ist es nicht, aber da müssen wir halt mehr auf jeden Fall anpflanzen. Brot reicht? Okay, dann müssen wir in die Brotproduktion gehen. Das wird spaßig, Leute, aber sobald wir die da haben, wird es einfacher für uns. Definitiv. Wir können traden. Und das ist so mit das Einfachste, was du hier in Minecraft machen kannst, um halt schnell weit zu kommen. Aber die Sache ist jetzt die, guck mal, ich habe, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Weizen habe, wie kann ich damit Brot machen? Einfach in irgendeine Reihe im Crafting Table einfach die drei Reihen, also quasi voll machen. Eine Reihe quasi mit drei voll machen. Ja, okay, warte, dann, bevor ich jetzt hier weitermache, dann kann ich ja ein bisschen Brot machen, dann kann ich das ja auch droppen, weil ich habe so viel Weizen. Warum nicht? Ja, ich muss eh noch meine Weizenfarm vergrößern, ich muss meine Kühe und sowas noch vergrößern. Und Kann man ich. eigentlich zwei Weizenfarms übereinander machen? Ja, ne? Ja, klar. Muss halt nur gucken, dass du es halt noch abbauen kannst, ne? Muss halt nur Wasser sein, ne? Und dann kannst du es rein theoretisch, kannst du. Ja. Muss man halt nur gucken, dass man vielleicht so ein System schafft. Ich, bestimmt gibt es sowas, dass sie sich automatisch, dass sie automatisch quasi abgebaut werden. Abgebaut ja, angepflanzt nein. Also du kannst eine automatische Abbaumaschine bauen, definitiv, das geht. Aber dass die sich quasi irgendwie automatisch anpflanzen, das geht nur mit Villager, soweit ich das in Erinnerung habe. Wie waren denn noch Maschinen craften? Holy fuck. Kurz mal Brain AFK, hey, was ist, hey. Da muss ich mal ganz kurz nachgucken. Power Rails gehen so. Ach du Scheiße, stimmt, da war was. Ich hab's falsch rum gecraftet. Wie viel Eisen brauche ich, Alter? Holy shit. Das tut weh. Das tut richtig weh. Aber ich darf eh nicht alles vercraften. Man das erstmal anders. Machen wir erstmal so. Ja, okay, das ist okay. Das reicht schon. Also es wird actually bestimmt noch nicht reichen, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt direkt alles verkraften, holy fuck. Das sind diese Power Rails, die wir brauchen. Das heißt, wir brauchen noch wieder Eisen drumherum, eine Redstone-Fackel mittendrin und zwei Sticks. Und ja, eh Redstone-Fackeln, von daher, wir müssen erstmal ein bisschen Stuff hier loswerden. Also wirklich. Mein Inventar sieht schon wieder aus wie Scheiße. Warum geht die Musik die ganze Zeit aus? Was soll das hier? Ich werde hier irgendwie getrollt von irgendwem. So. Hey, warum steht hier einfach so ein Boot? Hast du das hier reingetan? Da müsste irgendwo ein Boot stehen, ja, einfach so. Der Creeper da drin ist despawned. Leider.
Kann ich das Brot haben? Kannst du mitnehmen. Ein Charge Creeper hatte okay. ich ja schon. Ich habe ja jetzt schon Zombie-Kopf. Naja. Ah, du hast noch gesagt, ich könnte mir rein theoretisch ja noch ein Pferd holen, ne? Achso, ja, kannst du machen. Ich kann dir den Dings geben, den Sattel. Ich habe 4 Stück davon. Hast du die dabei oder sind die in der Kiste? Bei mir in der Kiste unten. So, hier chillen Pferde. Aber es wird Nacht. Du bist nicht mehr im Dorf, ne? Du bist noch am Bauen, ne? Ich bin daheim jetzt, ja. Okay, dann pennen wir gerade mal kurz. Ich gehe gerade mal zu dir. Achso. Ich wollte eigentlich gerade in die Richtung gehen, wo das Dorf ist, um dir ein bisschen mit meiner Unerfahrenheit zu helfen. Hallo, Wauwaus. Hallo, schön auch. Fisch. Und so. Boah, 60 Euro. Toll, wie du hier schon gebaut hast, Alter. Du baust übertrieben schnell. Bei mir hat sich ja gar nichts getan. Ja, ich habe jetzt halt nur heute schon, also in den 2 Stunden, wie ich jetzt schon hier bin, das gemacht fürs Traden schon. Und halt meine Kisten fertig gemacht. Und wo willst du die jetzt dann hinmachen? Du hast ja noch gar keinen Place für die, oder? Ja, hier kommen die dann quasi rein nachher für die einzelnen Trades, aber wo wir die vermehren, weiß ich noch nicht. Das kann ich dir noch nicht sagen. Wir brauchen dafür eh noch 4 Betten. Betten kann ich mir herstellen, das ist gar kein Problem. Aber rein theoretisch können wir die nicht da drüber so ein Haus bauen, also über diesen Dinge hier, und danach die quasi dann einfach nur in die Löcher reinschicken. Weißt du? Könnten wir da drüber machen, ja. Aber da drüber ist schon fast das Wasser. Also ich hatte schon Probleme, dass das bei mir hier irgendwie da reinläuft dann, sobald ich anfange zu bauen. So, ja, okay. Du wolltest einen Sattel haben. Danke. Guck mal, ob ich... Aber was ist mit dem Hot Hü? Bleibt es dann bei mir so, sobald der Sattel da ist und ich brauche Äpfel, ne? Und das, Du brauchst Äpfel, du musst erstmal Äpfel zu essen geben. Sag ich jetzt mal, und dann kannst du den zähmen. Ja, wo krieg ich Äpfel her? Wenn du Bäume fällst, droppen die Äpfel. Ich habe jetzt noch keinen Apfel bekommen. So, ich nehme das Eisen mit. Lass mal erstmal pennen gehen gleich. Ja. Ich gehe gerade rüber zu mir. Die Redstone-Fackeln habe ich da. Dann probiere ich dann gleich mal, ob ich die darüber karren kann. Ist Brady eigentlich auch da? Ist der hebt einen schönen Baum. Der ist bei mir im Stream drin, ja. Oh nein! Du dummes Drecksvieh! Hm? Creeper. So, ja. Ja, auf meiner Brücke, der Arsch. Ich muss ins Wasser springen, damit die Brücke nicht in die Luft fliegt. Kann man eine Runde schlafen und dann gucken wir mal, ob wir das da gedeißelt kriegen irgendwie. Ich muss halt nur ein bisschen auf die Uhr gucken, ne? Ja, ist entspannt. Achso, ich hatte dir noch was geschickt auf DC, hast du das schon gesehen? Ich guck grad. Bro, der hat einen verzauberten Bogen. Komm, drop ihn, drop ihn, drop ihn. Nein! Schade. Ja, genau so, Nico. Genau so. Das ist perfekt. Ich habe jetzt halt zum Anfang erstmal den einen Screenshot genommen, weißt du? Ja, das ist perfekt. Und dann kommen dann nachher immer noch andere Screenshots. Ja, aber so diese 3 Mannequin bleiben auf jeden Fall. Das ja, ist, ja, das die, ist die bleiben. Nice. Das ist sehr, sehr nice. Weil dann könnte ich nämlich die erste Folge schon mal planen. Würde die schon mal online gehen. Ja, definitiv. So. Es ist eigentlich bis, kurz mal talken hier wegen YouTube und sowas. Ist jetzt eigentlich das, was du für bis Montag geplant hast, das letzte, was du hast, oder hast du noch was auf Petto? Bruder, ich hab noch einiges im Petto. Okay, gut. Was das angeht,
sind wir sehr, 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 also haben wir sehr, sehr viel Content noch. Okay, das wollte ich wissen. Nicht, dass ich jetzt hier andere Sachen aufnehme und zocke und wir haben kein Content mehr, so, ne? Das wäre ein bisschen Schwanz. So, Wir dann. haben, ich muss aber selber gerade gucken. Ja. Wir haben, glaube ich, von Mirage, war 19, glaube ich, das letzte. Da haben wir noch zwei Stück Mirage, die schon fertig sind. Dann haben wir von Minecraft haben wir noch ultra viel. Da sind ja nur zwei hochgegangen. Da haben wir noch insgesamt 10 Stück, die jetzt geschnitten sind. Plus ich kann noch aus dem letzten Stream noch ein paar Folgen machen. Avatar haben wir noch. Warte, welches Avatar ist jetzt als letztes hochgegangen? Ich glaube 10 oder 11. Da haben Ja. wir 11. Da haben wir auch noch 2 Stück. Also es ist noch alles, ist noch alles voll da. Das ist sehr gut. Und wir können jetzt in den Nether. Ja, der hat das schon angemacht, der Brady, das Portal. Aber wenn du da durchgehen solltest, aufpassen, da ist direkt eine Kante, die müssen wir noch zubauen, damit du da nicht hoch. Kannst du mal bitte kommen? Warum? Kannst du mal bitte kommen, Nico? Hast du schon wieder Pillager da? Nein, ich habe irgendwas anderes, ich habe es noch nie gesehen. Komm mal hier bitte zu dem Portal. Toll, ach Ich bin nicht im so. Portal drin. Ach so, das ist wahrscheinlich ein Piglin, der Der da kommt hier hoch. durch. Der kommt hier hoch. Ja, der, also solange er dich nicht angreift, würde ich ihn auch nicht angreifen. Der hat ein Goldschwert. Ist wahrscheinlich ein Piglin. Ja, was macht ihr hier? Die kommen halt manchmal durchs Portal. Können wir gegen den kämpfen? Könntest du machen, aber das Goldschwert macht halt auch Schaden, denk dran, ne? Ich hab gar keine Waffe. Aber ich will, dass du gegen den kämpfst. Ich will das Nein. Goldschwert haben. Das Goldschwert ist halt übel Arsch, so, ne? Egal, ich will ein Schwert haben. Ich habe gar kein Schwert. Dann mach ja doch ein Schwert. Haben wir einen Bruchstein? Weißt du was? Scheiß drauf, wenn ich verliere. Jetzt da. Oh, noch übel viele Schienen, wenn ich den Weg so wieder laufe, ne? Das ist schon Wo ist der? hart. Der war in meiner Höhle drin. Siehst du den irgendwo? Ich wollte jetzt gerade noch kurz zurücklaufen. Ne. Der stand da, da unten ist der. Ah, so ein Piglin. Und nichts gedroppt. Arschloch. Ja, die Also die kommen kommen. jetzt ab und zu. Oh, ich hatte Ja, gerade den. ist halt ein bisschen Ich hab's, was ist Arsch. das denn schon wieder für ein Ungeheuer? Ich meine, du weißt, ich kenne mich ja hiermit gar nicht so aus. Ja. Hä, Nee, ist da das. hinten noch ein Portal? Ja, ich bin da irgendwie rausgekommen. Ich weiß nicht warum. Ich bin dadurch das Portal rein, also was jetzt bei uns steht. Wollte wieder zurück. Ich wollte mir mal kurz angucken, wo wir da gespawnt sind. Und kam halt da hinten an dem Scheißportal wieder raus. Keine Ahnung, irgendwie so ein Scheißbug. Ja, ich brauche jetzt definitiv Eisen. Ich gehe mal runter. Ich brauche definitiv Eisen. Dann geh erstmal ein bisschen Eisen farmen. So, wir verlegen jetzt erstmal normal alle Schienen-Chat und dann kann ich ja wieder Chat sagen, aber oh, ist das angenehm. Ich wollte die ganze Zeit in der Aufnahme auch Chat sagen, aber ist auch kein Chat da. Verlegen jetzt erstmal alle Schienen normal. Und dann gucken wir, wo wir die Power Rails einsetzen. Safe wird gleich mein Sohn seine Welt haben wollen. Mein Großer. Könntest du ja machen jetzt. Das hast du ja. Oder du zockst, er guckt zu. Darauf wird es wahrscheinlich eher hinauslaufen.
das. Ja, lass ihn zugucken. Okay, zum Glück habe ich noch alles Eisen und sowas mitgenommen. Wir brauchen definitiv noch fucking viele Schienen. Vor allem, ich kann das halt nicht wieder zurück. Einmal Eisen weg, immer Eisen weg. Aber dann kann man wenigstens wieder einen Grund, in die Cave zu gehen. So, Crafting Table einmal hier platzieren. Weißt du was, wir stellen hier mal ganz kurz eine kleine Kiste hin, damit ich mal ganz kurz irgendwie den ganzen Stuff hier wegballern kann, den ich jetzt nicht brauche. Ja, gut. So, damit versuchen wir jetzt erstmal zu arbeiten nochmal. Wir müssen ja auf jeden Fall den Berg nach oben, müssen wir auf jeden Fall ein paar Power Rats legen. Sowas von nicht. Und noch viel, viel mehr. Oder wir müssen jetzt schon anfangen, Power Rails zu platzieren, damit wir ein bisschen was wiederkriegen an Schienen. Das wird heftig. Das wird richtig heftig. Warum ist auch das Dorf so weit weg? Heißt, mit den Power Rails, wir müssen die Strecke abfahren und müssen dann gucken, wo wir sie platzieren. Check it um. Nein. Zum Glück haben wir ja zwei Minecarts dabei. Wir dürfen dann halt nur nicht pushen. Den einzigen Push, den wir geben dürfen, ist den hier.